Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hearthstone. Und wir bleiben straight bei unseren Budget Tempo Mage und Medivh. Und ich war schon Rang 18 heute. Hab mich wieder erfolgreich runtergekämpft. Dennoch glaube ich, ist das Deck, habe ich ja in den letzten Folgen eigentlich schon immer mal erwähnt, eigentlich ganz cool. Du kannst natürlich, nicht, wie gesagt, auch nicht gegen jeden gewinnen. Oha. Und wenn das ein Jade-Schamane ist, dann wird das auch wieder sportlich. Ja, mal gucken hier, was das wird. Das sieht schon mal ganz gut aus. Den Blizzard packen wir mal beiseite. Könnten den und den in den ersten beiden Runden spielen. Hier im 8er-Turn, wenn wir denn so weit kommen. Muss man leider Gottes immer so sagen. Schauen wir mal. Ja, okay. So. Den... Und den können wir nachher irgendwie in der vierten... Ja, guck mal. Jade. Es war so klar. Dann natzen wir mal den raus. Und den. Dann kann er schon mal nicht angreifen, beziehungsweise mir auch nicht meinen Malerwürm wegnehmen. So, dann mache ich mal... Den... Und den einfach. Zwar jetzt nicht mega schlau, aber den krieg, genau, dann kriegen wir den zumindest weg. Er wird auf meinen Mana-Wurm gehen mit seiner Waffe. Bin ich mir relativ sicher. Oder so. Und dann geht er mit... Ja. Ja. Okay, aber er hat auch nur noch 19 HP. Das ist das Gute an der ganzen Geschichte. Ich überlege jetzt gerade, ob ich direkt den Feuerball rauscaste. Aber der wäre eigentlich in der Kombi. Wenn wir den rausspielen, natzt er uns den auch wieder weg. Ich glaube, ich hau mal ihn raus. Dann könnten wir in der nächsten Runde... Ach ne, bringt ja auch nichts. Nehmen wir ihn und geben ihm einen Ping. Damit er was zu tun hat. Und haut er ihn nicht weg, können wir schön den Feuerball casten. So machen wir das. Hätte auch ihn spielen können, wäre. Ah, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht ein bisschen cooler gewesen wäre. Ich glaube ja. Ah, scheiße. Aber ne, er hat kein Mana mehr. Das ist gut, dann kriegen wir den auf jeden Fall weg. Und sogar relativ günstig. Aber der muss weg. Und mit einem Ping. Alles gut, er hat noch 15 HP. Er wird sich sicherlich zwischendurch nochmal heilen, könnte ich mir gut vorstellen. Ein Zweier Zauber wäre jetzt nochmal geil. Ah, shit. Casten wir den. Wir haben 12 Schaden auf der Hand. Oder holen wir. Ah, der Drake ist scheiße. Weil ich will ja nicht, dass er den auslöst. Der macht 2 Schaden. Wir machen so und so. Lässt er ihn stehen, können wir einen freezen. Lässt er ihn nicht stehen, haben wir uns ein bisschen beschützt. Beziehungsweise gebe ich ihm jetzt erstmal eine Aufgabe. Wenn ich jetzt einfach nur den Feuerball auf ihn gecastet hätte, wäre seine Aufgabe oder das, was er zu tun hat, relativ simpel. Genau, so bleibt er so. Erhöht einen Zauberschaden. Scheiße, stimmt. Er hat seine Waffe 3. Ich mach das einfach. Geh straight face. Er hat 9, 11 Schaden liegen. Er muss eigentlich... Warum sagt er das? Er muss eigentlich einmal... Okay, er heilt sich. Mhm. Nein. Oh no. Um 14 HP, ey. Nicht gut. Dann war das ein bisschen mittelmäßig gerade. Ich bräuchte einen Blizzard oder sowas. Oder ein Flamestrike. Blizzard oder Flamestrike rettet mich jetzt. Scheiße.
Und das wird jetzt erst ein 3er. Deswegen nehmen wir den. 3, 5, 7. 8. Oha, das wird eine enge Kiste, ey. Ja, gegen Jade-Schamanen ist das nicht ohne, ey. Vielleicht kriegen wir in der nächsten Runde einen Blizzard. Er wird ihn auf jeden Fall wegboxen, könnte ich mir vorstellen. Ach, come on, ey. 3, 6. Scheiße. Ja, Mist, ey. Ah, Jade-Schamane, ne? Ach, come on, den hat er auch noch. Ja, das ist immer so ein bisschen 50-50, ne? Ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt deutlich anders gespielt hätte, ob das Sinn gemacht hätte. Wir kamen ziemlich weit, er hat sich aber nochmal schön vom HP pimpen können. Aber so ist es manchmal, so ist es manchmal. Ich komme damit klar, mehr oder weniger. Und dennoch glaube ich, dass dieses Deck schon ganz gut ist. Und ja. Wir hoffen mal, was da kommt, und ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen, bis zur nächsten Folge. Euer Gonchi und tschüss, schönen Tag noch.